Momenten. Erzähl mal jetzt dein Geschehen. Da, wo du warst, in Thailand. Das war jetzt schon 2 Jahre her. Digga. Ja, na, was passiert? Erzähl mal. Dicke, überall krass, ja. Erzähl mal. Ich war. Ich geh erst mal fest und rede darüber. Einen, Dicker. Das war überall krass gewesen, ja. Erzähl mal. Ich war schon 2-3 Mal oder so in Thailand gewesen. Und ich gehe auch natürlich immer hin und man darf ja, wenn man in Thailand geht und so, auch nicht so mal so, immer so erzählen oder sich so präsentieren und so, dass man viel Geld hat oder so, gar nicht. Man muss einfach nach Thailand gehen und einfach sich gut gehen lassen. Und wenn du ein bisschen, wenn es dir gut geht und Gold und so, die ist natürlich alles ablenken, ist ja klar. Weißt du, wenn du bei so einem dritten Ländern oder so hingehst, dann kann passieren, dass sie sofort dich hier, einer dich um die Ecke und dann zack, dann kriegen die den Typen auch nicht, der dich umgelegt hat. Man muss immer ruhig bleiben und man darf auch nicht zeigen, dass man Geld hat und so, weißt du. Ich habe auch nicht so viel Geld, weißt du. Und ich weiß nicht, ich hatte, glaube ich, 1-2 Ketten zu viel angehabt und so und einmal mit denen getrunken. Ich glaube, die haben, ich hatte das Gefühl, dass einer hat mir was reingemacht. Aber ich bin ja immer so 5-6 Wochen da gewesen und ihnen hat das so ein bisschen mitgekriegt und so. Ich habe auch nicht rumpausaunt oder so, dass ich hier Geld habe oder so. Das darf man nicht machen in so einen Ländern. Die haben so wenig Geld, denen ist das egal. Die legen dich um, weiß nicht wie, ein paar Euro und so. Aber egal, ihnen hat das so gesehen und einen K.O.-Tropfen reingemacht. Ich bin gefahren, bin während der Fahrt gegen einen Baum gefahren. Unmächtig, wo meine Hand richtig zertrümmert. Daran leide ich immer noch. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass jetzt hier, dass ich jetzt gesagt habe, ah, ich bin hier der Boss, der King und so, dies, das. Das macht man nicht. Weißt du? Man ist in Deutschland, selbst wenn du Hartz IV bist, hast du mehr Geld als die anderen in den anderen Ländern. Du bist hier ein Penner. Du hast kein Geld, aber das Geld, was du hier hast von Hartz IV, ich sag jetzt mal so, ich bin ja mal gearbeitet, ich habe ja mal mein Geld gehabt, damit können die einen Monat leben, ja. Und deswegen muss man immer aufpassen, wenn man in so eine Länder fliegt und so, wie man sich so präsentiert, wa? Entweder man ist in einer noble Gegend und bleibt da, aber wenn man so ein bisschen außerhalb geht, dann muss man gucken, so wie man sich präsentiert, ja. Ja, jedenfalls haben die so, glaube ich, so gedacht, so, ja, ich habe ein bisschen blablabla, ein bisschen viel Geld oder weiß ich nicht. Irgendwie wollten die was von mir und naja, drauf geschissen. Jedenfalls habe ich immer noch hier meine Platte drin und die muss jetzt mal raus operiert werden, aber egal. Aber man muss sich auch immer informieren, wenn man irgendwo in Urlaub geht oder so. Auch auf die Gesetze oder so. Man muss sich immer informieren. So. Ich weiß, ich war schon in vielen Ländern gewesen, da haben die immer gesagt, nee, mach das, mach das. So, meine übersatten Renner ist da draußen. So. Und hast du erzählt über deinen Unfall? Ja, ja, ich habe natürlich, warum das vielleicht passiert ist. So. Warte, ich lass mal die Brille erstmal sein. Nee, nee, nee. Doch, besser. Der Unfall ist ja nicht passiert, weil ich immer gesagt habe, okay, immer nur gesoffen, gesoffen, gesoffen. Das Unfall ist wahrscheinlich auch nur passiert, weil welche gesehen haben, weil wir in Deutschland, wir leben richtig gut. Nein, mein Bruder hat es gesehen. Weißt du was? Ich sag dir jetzt die größte Wahrheit. Wirklich jetzt. Falsche Freunde, zu viel saufen und sich irgendwie auf eine Kiste raufsetzen und einfach sich beweisen. Dadurch passieren die meisten Unfälle. Und in so einem Ausland und dadurch hast du hier Verletzungen gehabt. Das darfst du nie wieder machen, mein Bruder. Nein, ja. Und das machst du. Habt ihr gehört? Klipp und klar. Pass auf, im Ausland nicht die Szene übertreiben. Trinken könnt ihr, lasst die anderen fahren, die nüchtern sind, mein Übersatten da draußen. Weil ist so, weil du kannst heutzutage deine Einschätzung nicht wissen. Weil diese Einschätzung, dieses Grad so im Kopf drin, Master Chi, du weißt. Wenn man einen drin hat, ich habe auch sehr viele Fehler gemacht. Ist nun mal so. Gebe ich zu. Und deswegen habe ich auch selber bereut. Ist so. Dann sagt man sich irgendwann mal, da ist Schluss. Dann steigt man nicht irgendwie auf eine Kiste ein, was richtig viel Kraft hat, was fährt und besoffen da irgendwie hin und her guckt. Da passen die meisten Unfälle. Wenn du was fährst, nüchtern. Oder du lässt einen Kumpel fahren oder eine Freundin, die nüchtern ist. Klar, klar. Und du hast den Spaß und du kannst dir dabei einen trinken. Und deswegen sage ich euch, meine Übersatten da draußen,
nicht alkoholisiert oder richtig alkoholisiert ein Fahrzeug führen oder egal was es ist, ob du eine Maschine führst, egal, alles was mit Maschinen zu führen ist, nicht besoffen führen. Dann kann es zu Unfällen führen. Ich sag's nur zugute. Guck mal, ich will kein Dings sein, ich sag nur die Wahrheit.